Bastler Bürgerwehr, die in diesem Jahr am vergangenen Wochenende ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Vielen Dank. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste aus nah und fern. Mein Name ist Wolfgang Pocht, ich bin der Stadtbürgermeister dieser schönen Stadt und darf Sie alle ganz herzlich hier auf dem mittelalterlichen Marktplatz aus dem 16. Jahrhundert ganz herzlich begrüßen. Und da wir eine sehr schöne Tracht haben, das Moselblümchen hier an der Mosel, haben wir den Donnerstagabend auch als Moselblümchenabend ausgerufen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin der Bernd Kassler, Doktor in persona. Wer nichts damit anfangen kann, mit kurzen Worten soll es Ihnen gesagt sein. Stellen Sie sich vor, Mittelalter 1354. Auf der Burg hier bei uns lag unser Kurfürst Bohemund II. Schwer erkrankt. Keine Medizin, kein Quacksalber konnte ihm mehr helfen. Ein betagter Winzer aus Bernkastel machte sich auf den Weg zur Burg. Er nahm mit ein großes Fass von seinem Weine. Der Kurfürst erschrak mächtig, als er das Fass sah, dachte er doch, er müsste jetzt noch weitere bittere Medizin trinken. Meine Herrschaften, es war Medizin, aber mal eine ganz andere Medizin. Der Kurfürst trank den ersten Pokal, 2 Pokale, 4 Pokale, 8 Pokale. Am 7. Tage hat er das ganze Fass leer getrunken. Und sieh da, wie durch ein Wunder war unser Kurfürst am Weine gesund geworden. Die Kraft des Weines hatte das kalte Fieber nach unten gedrückt. Er konnte vom Totenlager aufstehen. Neuer Lebensmut war da. Er wollte dann diesen Weinberg kaufen, der ihm das Leben zurückgegeben hatte. Aber der Winzer verkaufte ihm den Weinberg nicht. Er durfte aber, solange er lebte, von diesem Wein trinken und bezahlen. Er hat aber sodann festgesetzt, wenn ich diesen Weinberg schon nicht kaufen darf, so gebe ich Bohemund II. Dem Weinberg und dem Wein den Namen Bernkasteler Doktor. Und diesen Namen führt der Weinberg und der Wein bis heute. Meine Herrschaften, noch heute macht dieser Wein kranke Menschen gesund und gesunde Menschen frohgelaunt. Ja, jetzt wissen Sie auch, weshalb im Volksmund die Stadt Bernkastel-Kues auch vielfach Doktorstadt genannt wird. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Moselblümchen. Mein Name ist Nikolaus Grebs, 1401 im schönen Kues geboren. Freunde und Wegbegleiter nannten mich Nikolaus von Kues oder Cusanus. Mein bekanntestes Erbe ist das wohl von mir im Jahre 1458 gestiftete St. Nikolaus Hospital. Es ist heute das älteste ununterbrochen existierende Altenpflegeheim in Deutschland. Seit 555 Jahren finden dort ursprünglich 33 alte, aus dem Arbeitsleben ausgeschiedene, gut beleumundete Männer ein neues Zuhause. In meiner Stiftung befindet sich eine außergewöhnliche Buchsammlung. Zu Lebzeiten habe ich nämlich Bücher geliebt, Bücher gesammelt und selbst auch Bücher geschrieben. Die meisten dieser Bücher finden sich noch heute in der Bibliothek des St. Nikolaus Hospitals. Es ist eine der wertvollsten Privatbibliotheken mit 314 Handschriften des 9. bis 15. Jahrhunderts aus allen Wissensgebieten und über 100 Inkunabeln, unter anderem auch ein Gutenbergdruck. Auch meine eigenen Werke sind hier zu finden, wie zum Beispiel De Concordantia Catholica, De Docta Ignorantia oder De Pace Filii. Ich war ein Universalgelehrter, der auf allen Wissensgebieten belesen war, gebildet war. Und das gilt auch heute noch. Und heute gelte ich noch als einer der berühmtesten Philosophen zwischen Mittelalter und Neuzeit. In vielen Dingen war ich meiner Zeit weit voraus. So wusste ich zum Beispiel schon lange vor Galilei und Kopernikus, dass die Erde eine Kugel ist und sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Moselblümchen, ich freue mich ganz besonders, Sie und euch heute hier so zahlreich in unserer schönen Moseltracht, dem Moselblümchen, begrüßen zu dürfen. Für meine Prinzessinnen Hanna, Lisa und mich ist
der Weinfest Donnerstag dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Heute dürfen wir zum ersten Mal die Weinstraße unseres 65 Jahre bestehenden Weinfestes eröffnen. Und darauf sind wir wirklich stolz. In diesem Sinne, zum Wohl.